Und als der Wirt kam, habe ich gesagt, sagen Sie mal, das haben Sie doch hier falsch geschrieben, ne? Das heißt Steinpilzsuppe. Nee, hat der Wirt gesagt. Das heißt wirklich Steinsuppe. Das ist ein Gericht, das gibt es hier bei uns in der Gegend. Gibt übrigens dazu auch eine Geschichte. Wenn Sie wollen, kann ich sie Ihnen erzählen. Du hast Pailletten, ja, aber ich brauche einen Teller. Oh, was will er denn mit einem Topf? Will er mich vielleicht kochen? Oh, wir haben schon. Eigentlich hatten wir uns schon darauf eingestellt, dass es in dieser Spielzeit nichts mehr geben wird. Und plötzlich und eigentlich unvermutet geht es von heute auf morgen wieder los. Und da habe ich einen Schreck gekriegt und habe gedacht, meine Güte, 3/4 Jahr habe ich nicht mehr auf der Bühne gestanden vor Publikum. Wir haben uns da sehr danach gesehnt. Das waren jetzt sehr lange Monate ohne den Kontakt zu ZuschauerInnen und jetzt geht es endlich los. Was erwartest du dir jetzt für die kommenden Wochen? Also hoffentlich schöne, volle Vorstellungen, glückliche Kinder, Familien, die kommen, die mal wieder Theater erleben können und wir eben auch. Was hat euch denn am besten gefallen? Die Rüben! Ich hab's gewusst. Was haben Sie denn gewusst? Ich hab's gewusst. Ja, was haben Sie denn gewusst, Nachbarschwein? Ich hab's gewusst. Die Rüben. Die Rüben sind das Besondere an der Suppe. Ja. Es geht darum, wie man Steinsuppe kochen kann. Um ein Huhn, das Besuch bekommt. Und Besuch von seinen Nachbarn. Es ist ein Dorf, wo nur Tiere leben. Und einer nach dem anderen kommt und hat schöne Ideen, wie man das Rezept noch veredeln kann. Ja, mehr werde ich dazu jetzt aber wirklich nicht sagen. Vielleicht noch erzählst du uns, was ihr alles noch jetzt vor der Sommerpause hier aufbietet. Was wir noch planen? Also wir starten jetzt heute mit dem Erzähltheater mit der Steinsuppe. Das ist für alle ab 4 Jahre. Und dann am 12. und 13. Juni haben wir eine Premiere, das kleine rote Haus. Das ist auch für Kinder ab 4 und die Nachtigall für Kinder ab 4. Und dann gibt es nochmal ein großes Highlight. Wir haben unsere Tanzperformance Fliegen und Fallen. Das ist schon für alle ab 2 für draußen adaptiert. Und das wird dann am 20. Juni Premiere feiern. Draußen. Open Air.